Ich habe für dich heute eine ganz tolle Übungsserie, wie du den Handgelenkseinsatz im Golfschwung optimal lernen kannst. Diese Übungen, die ich dir zeige, werden dir helfen, den Ball länger zu schlagen und auch konstanter zu treffen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich wollte dich auf meinen Online-Kurs Bausek Golf Essentials hinweisen. In diesem Kurs findest du ganz viele tolle Übungen, die du machen kannst zu Hause, um dich für die Golfsaison perfekt vorzubereiten. Du findest mehr Informationen unten in der Beschreibung bzw. im markierten Kommentar. Wer mich kennt, weiß, dass ich extrem viel vom Handgelenkseinsatz im Golfschwung halte. Die Handgelenke sind ja am Ende des Tages dafür verantwortlich, dass der Schläger optimal zum Ball kommt, sprich, dass ich konstante Bälle schlage, aber sie sind auch sehr stark für die Schlägerkopfgeschwindigkeit verantwortlich. Ich zeige dir jetzt ein paar Übungen, wie du das lernen kannst, die Handgelenke im richtigen Moment einzusetzen, aber auch richtig einzusetzen. Das sind Übungen, die kannst du im Winter machen, jetzt zu Hause. Die kannst du auch dann später während der Saison beim Aufwärmen machen oder mal zwischendurch auf der Runde, um einfach ein Gefühl zu bekommen. Als erstes solltest du verstehen, dass die Handgelenke sich in zwei Bewegungsrichtungen bewegen können. Erstens mal hier um diese Achse, das heißt das Handgelenk zurückbeugen in der rechten Hand und nach vorne beugen hier. Oder man sagt auch Dorsalbeugen und Palmarbeugen. Diese Bewegungsrichtung ist eine und die andere Bewegungsrichtung ist diese hier, raufwinkeln und runterwinkeln. Und die meisten Golfer haben nur das Raufwinkeln irgendwie am Radar, wenn sie über den Handgelenkseinsatz nachdenken. Viel, viel wichtiger ist diese Ebene hier, weil diese Ebene hier diktiert die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ja? Wenn ich jetzt nur rauf und runter winkle, ja, dann passiert absolut gar nichts, was dem Schlag hilft. Das heißt, wir wollen uns jetzt extrem stark auf diese Richtung hier konzentrieren, dass die Hände sich von hier nach hier bewegen. So, und das ist die erste Übung. Du stellst dich hin in eine Ansprechposition, schwingst ein bisschen auf, dass die Hände der rechten Hand ungefähr gegenüber vom rechten Oberschenkel ist und beugst die Hand maximal nach hinten. Und jetzt möchte ich, dass du zum linken Oberschenkel schwingst und die Hand maximal nach vorne beugst. Das heißt, es schaut so aus hier. Okay? Maximal hier. Maximal hier, maximal hier, maximal hier. Und jetzt kannst du das auch mit einer Körperdrehung ein bisschen verbinden. Maximal hier, maximal hier. Das ist die erste Übung, um einen perfekten Handgelenkseinsatz zu lernen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir dasselbe mit der linken Hand. Du nimmst deine Ansprechposition ein und gehst mit der linken Hand wieder zum rechten Oberschenkel und beugst das Handgelenk wieder maximal in diese Richtung. Wir nennen das Palmar. Und jetzt möchte ich, dass du zum linken Oberschenkel gehst, hier ungefähr auf die Höhe und jetzt maximal in diese Richtung beugst, das heißt dorsal. Und das machst du jetzt ein paar Mal. Maximal hier gebeugt, maximal hier gebeugt, maximal hier gebeugt, maximal hier gebeugt. Wenn du es dann geschafft hast, dass du ein Gefühl dafür hast, dann machst du das bitte mal mit beiden Händen. Du gibst die Hände zusammen, beugst die rechte Hand nach hinten, die linke nach vorne und jetzt machst du das gleiche wieder auf die Gegenseite hier so. Das heißt, du gehst von hier nach hier und unterstützt es wieder mit Körperdrehung. Okay? Das heißt, es ist immer dieses Spiel hier. Du kannst auch die Hände mal auseinandergeben, ein bisschen, so 10 cm, und das auch hier so parallel nebeneinander machen. Das Wichtige ist das Timing. Das Wichtige ist, dass du genau jetzt hier mit dem Treffmoment oder kurz vom Treffmoment, dass du beginnst, das hier aufzulösen. Viele Golfer machen das viel zu früh in ihrem Schwung tatsächlich. Oder ich habe auch schon gesehen, dass es zu spät passiert. Aber es soll eigentlich genau kurz vom Treffmoment passieren, dass das aufgelöst wird. Und dann geht die Hand frei hier rüber. Okay, das heißt kein Durchhalten, kein Durchschieben. Das kann man übrigens machen, wenn man Probleme hat mit dem Auflösen zu früh. Da kann man das mal übertreiben. Aber im Prinzip musst du verstehen, es ist eine Sequenz. Genau kurz vom Treffmoment geht es dann in diese Richtung hier. Wenn du dann verstanden hast, wie diese Sequenz aussieht und die Bewegung aussieht, werden wir uns jetzt einmal etwas dem Aufschwung widmen. Das heißt, du kannst jetzt mal hergehen und ja, ungefähr bis Schulterhöhe aufschwingen. Und jetzt möchte ich, dass du von hier runter schwingst, nur mit der rechten Hand, bis zum rechten Oberschenkel. Und du kontrollierst jetzt eine Sache, und zwar du schaust, ob du wieder maximal im Ansatz bist hier, also nach hinten gebeugt rechts. Die Sache ist nämlich die, eines der absolut entscheidendsten Sachen im Golfschwung ist es, dass man, wenn die Hände ungefähr hier sind, das ist ungefähr hier, wenn der Schaft parallel ist, dass du wirklich, ich würde sagen, wirklich maximalen Dorsalflex hast, also wirklich maximal hinten bist. Da haben die meisten Golfer Probleme, dass sie irgendwo da sind. Und was dann passiert ist, wenn du nicht
schön hier bist, dann ist ja der Schläger dann hier vorne. Ja, siehst du den Unterschied? Ja, das ist, macht alles die rechte Hand. Ja? Und das diktiert auch, ob der Sweet Spot des Schlägers nach vorne geht oder hinten ist. Und das diktiert auch, ob du von außen oder von innen kommst. Also es ist wirklich ein heißer, heißer Tipp, dass du das verstehst, dass die rechte Hand maximal gebeugt ist. Deswegen übe ich das jetzt auch hier so, dass du von hier daher kommst. Und kontrollierst einmal, bin ich jetzt maximal gebeugt. Hier maximal gebeugt. Jetzt kommen wir zur linken Hand. Selbes Spiel. Ich gehe jetzt mal zum rechten, auf Höhe des rechten Oberschenkels und schwinge auf. Und jetzt beuge ich die Hand in diese Richtung, okay? Hier und hier. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du beide Hände maximal beugst, dann kannst du jetzt hergehen, die Hände wieder zusammengeben, hierher schwingen und wieder bis zum rechten Oberschenkel und schaust, ob du maximal gebeugt bist. So, und das kann ich jetzt ein paar Mal machen. Und wenn ich das Gefühl dann habe dafür, dann bleibe ich hier stehen und jetzt konzentriere ich mich jetzt wieder auf diese Zone wieder hier. Dann gehe ich kurz hierher und wieder daher. Wenn du nun verstanden hast, dass du die Hände von hier nach hier bewegen musst, ja, mit einer Körperdrehung gemeinsam, dann wäre es jetzt an der Zeit, dass du es auch mal versuchst, mit dem Golfschläger zu machen. Da brauchst du jetzt auch nicht den Boden treffen, also lass deinen Teppichboden bitte zu Hause in Ruhe. Du kannst auch ein bisschen kürzer greifen, also lass hinten was rausstehen. Und jetzt gehe ich mal her und mache das nur mit der rechten Hand, dass ich mal hier maximal hierher gehe und maximal hierher gehe. Und fühle einfach mal, ob ich spüre, wie der Schlägerkopf hier kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu früh mache, dann werde ich das merken, das fühlt sich nicht gut an. Wenn ich das zu spät mache, fühlt sich das auch nicht gut an. Ich mache einfach nur diese freie Bewegung. Schau, das ist ganz easy. Das ist nichts Schwieriges, das kann jeder. Und dann unterstütze ich das mit einer Körperdrehung. Ja? Schau, ich drehe also meinen Bauchnabel mehr zum Ziel hier. Ja? Das ist das Erste. Dann mache ich dasselbe mit dem Schläger mit der linken Hand. Von hier nach hier. Von hier wieder. Ich schaue, dass ich das Gefühl habe, dass ich gebeugt bin. Und das ist etwas, sobald du einen Schläger in der Hand hast, wirst du wahrscheinlich merken, dass du viel mehr hier bist, als du glaubst. Also wirklich versuchen, da das Gefühl hier zu haben. Hier und hier. Und dann mache ich das mit beiden Händen. Hier und hier. Hier und hier. Und dann kannst du hergehen und sagen, okay, das mache ich jetzt mal als vollen Schwung hier. Von hier, darunter. Kontrolliere wieder, ob ich hier schön gebeugt bin im rechten Handgelenk. Und daher. Und jetzt kannst du schon das Geräusch hören des Schlägerkopfes. Und ich bin überzeugt, wenn du dann beginnst, Bälle damit zu schlagen, wird es sich das vielleicht am Anfang sehr komisch anfühlen. Aber probier das. Vielleicht kannst du was aus dieser Sache mitnehmen. Ich habe sehr, sehr viel Erfolg mit dieser Übung und ich bin überzeugt, dass du auch etwas davon lernen wirst. Jetzt wäre es übrigens auch an der Zeit, dass du dieses Video hier anschaust. Da geht es um die sogenannte parametrische Akzeleration, etwas, was unbedingt jetzt auch noch dazugehört zu dem, was wir hier gesprochen haben. Also bis drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss.